Oh, der Frost war nicht gut. Oh, der Holzfäller! Danke, Bruder, danke! Gute Route! Jo, moin, wollte ich ja schreiben, wie du gibt es dieses unfassbar geile Frostzauber-Deck. Frostzauber, eine sehr, sehr unterschätzte Karte in Clash Royale. Spielen nicht wirklich viele, aber die Leute, die dieses Deck spielen, haben unfassbar viel Erfolg. Anderban hat es unter anderem geschafft, mit diesem Deck eine 90% Siegesrate zu schaffen und wie ihr dieses Deck zu spielen und wie ihr das Maximal dieses Decks ausschöpfen könnt, das maximale Potenzial, seht ihr in diesem Video. Also, auf jeden Fall bis zum Ende dranbleiben, sehr, sehr gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Das würde mich sehr, sehr krass supporten. Auch sehr, sehr gerne Quenic und Morten im Shop eintragen, wenn ihr sagt, yo Morten, das passt wie die Faust aufs Auge, ich will dich supporten. Und dann würde ich sagen, rein in die Games und lasst uns ein paar Gegner abfacken, komm. Das ist das Ziel. Rein da. So, in diesem ersten Game, ich bin mal gespannt, was unser Gegner hier spielen wird. Ganz, ganz wichtig, wir sind gespannt. So. Er startet direkt mit Lava First Play. Geil! Deswegen spielen wir doch Clash Royale. Lava First Play, let's go! Okay, by the way, krasser Bizeps hier, Flex. Mhm. Man merkt, dass ich täglich hier hart trainiere. Ich würde sagen, es geht mal Bahnfass mal rein. Okay, er bringt hier Minions. Interessant. Die Minions waren aber actually nicht schlecht von ihm. Ich würde sagen, wir bringen hier einen Electro Dragon. Und dann links oder rechts, Mitte Tornado. Ich denke, es war so die beste Entscheidung, die wir hätten treffen könnte. King Toss aktiviert. Lumberjack spielt noch eine Valkyrie drauf. Ich bin wirklich gespannt, was er für ein Lava und Deck zockt. Ich würde mal sagen, bringen wir Ballon noch dazu. Why not? Barbarenfass noch dazu, er bringt Feuerball, okay. Er hat kein Zap, Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen, er hat kein Zap. Wisst ihr, dass er kein Zap hat? Wir kriegen keinen Hit, aber er hat auch kein Zap. Aber wir kriegen, glaube ich, zwei Electric Dragon Shots, okay. Er spielt, glaube ich, das ganz normale Karl the Legend Lava und Deck mit Minions. Ja, okay. Auf jeden Fall wird auf jeden Fall wichtig, unseren Electro Dragon zu beschützen, weil den kann ich wirklich ausschalten mit Feuerball. Und natürlich Inferno Dragon wird eine Schlüsselkarte. Kiwi-Schlüssel. Ihr kennt den Spruch. Holzfäller rein. Er bringt jetzt hier Minions drauf. Kann man auf jeden Fall machen. Dann würde ich sagen, es gibt jetzt hier einen Electro Dragon. Und dann Tornado wieder eben mal ganz kurz weg. Wir warten ganz, ganz lange, dass wir hoffentlich den Death Damage, der ganz, ganz wichtig wird, nicht dran lassen. Jetzt gibt es einen Ballon davor. Der wird jetzt ein bisschen geboostet. Und das bedeutet automatisch, dass Feuerball nicht reichen sollte, wenn er geboostet wird. Das heißt, er muss Feuerball Zap bringen. Und trotzdem kriegen wir hier Death Damage wieder dran. Wir cyclen mal Bahnfass durch, weil er muss es eigentlich verteidigen. Wenn er es nicht verteidigt, ist es eigentlich mega gut für uns. Er spielt einen richtig schlechten Tombstone. Ja, würde ich sagen, bringen wir einen Holzfäller rechts an die Bridge, weil... Ja, guck, er muss jetzt was setzen eigentlich. Er wird wahrscheinlich einfach nur späte Minions bringen, wenn er gut ist. Und er lässt ihn komplett durchlaufen. Er lässt den kompletten Dings durchlaufen. Okay. Jetzt hier Dings rein. Dann würde ich sagen, wir aktivieren hier nochmal Kingturm hier. Oder ziehen einen Kingtower. Dann würde ich sagen, wir forsten das hier eben mal. Bringe jetzt noch ein Barbarenfass rein. Einfach zur Sicherheit. Und ich glaube, unsere Situation ist sehr okay. Wir können eigentlich, wo wir auch immer reingehen wollen, reingehen. Electro Dragon. Inferno Dragon an die Bridge. Rechts der Inferno Dragon. Er unterschätzt es, Er unterschätzt es nicht. Tornado. Und Frostzauber. Frostzauber muss kommen. Letzte Sekunde. Frostzauber kommt. Wichtig. Ich hatte ganz kurz Angst, dass wir einen Hit bekommen. Alter, das ist ja mega knapp. Was mache ich denn? Ich glaube nicht, dass ich es optimal spiele. Spiel mal einen Ballon rein. Was macht er jetzt? Hat er irgendwas? Add Minions. Die reichen aber nicht. Er muss noch was setzen. Oh, die reichen. Was? Scam. Ey, das ist schon wieder. Das ist doch wieder typisch Clash Royale YouTube-Aufnahme bei Morten Royale. Ich will doch nur ein Video aufnehmen und es ist wieder intens knapp. Holzfäller Brücke zum Pressuren. Und Ballon rein jetzt. Das muss doch jetzt mal reichen. Jetzt kann ich sagen, dass er es immer verteidigt bekommt. Frostzauber. Das war's doch jetzt, oder? GG's. Ja, Mann, endlich. Mann, was soll ich denn noch machen, ey? Let's go. Here we go. Nächstes Spiel. Ja. Hallo. Das wird geil. So, unsere Starter ist richtig beschissen. Ich würde sagen, wir zeigen einfach ein Holzfeld durch. Nicht wirklich, was du machen willst, aber ich hatte nichts anderes. Und warten, wenn du weißt, dass der Gegner irgendein richtig räudiges Deck spielt, will ich nicht. Okay, Holzfäller gegen Holzfäller. Okay, was machen wir jetzt? Okay, E-Barbs. Davor bringen wir direkt mal einen
den da rein. Aber auf jeden Fall gut zu wissen, dass der Gegner Bock hat. Der Gegner hat Bock. Das gefällt mir aber. Ich habe auch Bock. Geil. Bock wie Ziege. Let's go. Nämlich sagen, gehen wir einen Ballon rein. Einfach so. Like, why not? Er hat leider den Electro-Dragon. Das macht mir ein bisschen Probleme, weil Electro-Dragon wirklich sehr, sehr krass ist gegen mein Deck. Ich habe halt keinen richtig großen Spell. Und das wird problematisch. Dann müssen wir bringen Fernring rein. Und aktivieren hier mal Kings Turm. Wir können vielleicht gleich irgendwie einen abgefuckten Freeze bringen auf der rechten Lane. Jo. Der Freeze war, denke ich, okay. Er sah sehr komisch aus, ja. Aber er hat seinen Nutzen erfüllt. Ich habe die Nightwitch tot bekommen. Jetzt können wir einfach einen Bowler bringen. Der Bowler cleant die Ebabs eigentlich hoffentlich gut ab. Hallo, nein, der Ebab geht an den Turm. Was? Scam! 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 Oh, ich fühle mich so gescammt. Okay, ja. Viel Scam, man. Würde ich mal sagen dazu. Immerhin kriegt unser Bowl jetzt einen Hit. Jetzt sogar zwei. Fernbring mal rein. Ging jetzt hier mal komplett all in. Ich bin gespannt, ob er es verteidigt oder nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, er lässt es einfach so, genau. Das ist aber manchmal fragwürdig von ihm. Ich hätte es an seiner Stelle... Keine Ahnung, ich hätte den Electro-Dragon nicht rausgespielt. Aber ich bin ja auch kein Golem-Pro. Das ist auch mal gut, wichtig zu wissen. Ich bin kein Golem-Pro. Guter Freeze hier. Oh, der Holzfäller! Danke, Bruder, danke! Gute Route! Was soll ich dazu noch sagen? Er läuft. Warte mal, Hilfe. Er läuft einfach nach rechts, genau da, wo er hinlaufen soll. Ich kann's nicht fassen, als ob wir das Game gewinnen. Wir spielen wie Scheiße. Wenn ihr besoffen seid, kann ich euch dieses Deck empfehlen. Spielt dieses Deck. Ich kann es nicht fassen. Wir gewinnen einfach gegen einen der besten Spieler der Welt. Hä? Hier sind wir im nächsten Spiel gegen Goku. Ich würde sagen, wir bringen mal Bahnfass rein. Ja, auch. Ich glaube, er spielt Bridge Spam. Sollten wir echt gute Karten haben. Tornado. King Toe an. Alles solide. By the way, ich nehme das Video gerade um. 3.55 Uhr. Auch wenn ich komisch bin, dann liegt es daran. Nein, es liegt nicht daran, dass ich immer komisch bin. Es liegt daran. Und nach dem Video werde ich mir richtig geiles Baguette gönnen. Und ich muss auch noch Sport machen. Vielleicht soll ich mir erst Sport machen und dann das Baguette gönnen. Ja. Danke, bei mir auch für euren ganzen Support. Jo, danke. Ich habe überlegt, jetzt in letzter Zeit oder nächste Zeit erstmal wieder nur ein Video pro Tag zu bringen, weil ich das Gefühl habe, meine Aufrufzahlen gehen in letzter Zeit wirklich krass runter. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Vielleicht liegt es daran, weil ich meine Videos selbst geschnitten habe und deswegen K-Qualität habe. Kappa, hoffentlich. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst, dass ich jetzt erstmal wieder ein Video pro Tag bringe auf meinem Deutsch-Kanal, ein Video pro Tag auf meinem Englisch-Kanal und halt jeden Tag streame ich ja zurzeit 4-5 Stunden. Clash Royale. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Aber natürlich versuche ich immer noch High-Quality-Content zu bringen. Mein Cutter ist wieder da. Willkommen zurück. Und by the way, in ein paar Tagen kommt ja auch die lange Sente Woop, die sich viele gewünscht haben. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ja. Ist auf jeden Fall alles weiterhin Top-High-Level-Clash Royale-Content am Start. Und ich überlege immer noch neue Formate. Geile Video-Ideen auf jeden Fall. Wenn ihr irgendwas habt, irgendeine Idee, selbst wenn ihr denkt, die ist vielleicht kacke, in die Kommentare, weil das Schlechteste, was passieren könnte, ist, dass ich sie nicht umsetze. Aber auf jeden Fall bin ich immer offen für neue Clash Royale Content-Ideen. Aber auf jeden Fall, der 8000 Trophäen-Push steht ja auch in Zukunft an. Die Room-Tour. Und dann ist ja auch bald wieder Season-Ende. Globales Turnier im nächsten Monat. Neue Saison. Also es steht gerade wirklich sehr, sehr viel an in Clash Royale. So. Jetzt hier mal einen Holzfäller rein. Und einen Electro-Dragon. Dann würde ich sagen, wir tornaden uns hier einfach mal alles zusammen. Jetzt bin ich mal gespannt. Der Electro-Dragon kriegt jetzt so viel Value gegen ihn. Das ist halt wirklich ein bisschen frech, habe ich das Gefühl. Fass mal rein. Ich zeige mal einen Bowler nach hinten links. Holzfäller rein. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Ich frage mich halt, wie ich durchkommen will, weil bisher finde ich hier keine richtige Lösung. Aber
Ja, soll jetzt nicht irgendwie, falls es gerade falsch geklungen hat, ich bin immer auch sehr zufrieden, wie mein Kanal läuft. Das ist wirklich unfassbar zurzeit. Und es freut mich immer jeden, der meine Videos anschaut, so. Das ist immer dieses, wenn Leute sagen, yo, ich hatte einen schlechten Tag, ich habe mir ein Video angeschaut, jetzt geht's mir besser. Das ist einfach so geiles Feedback und das kann einfach nichts ersetzen. Das ist einfach unfassbar insane. Kein Geld der Welt, wie man so schön sagt. By the way, kein Geld der Welt kann auch seinen Turm retten. Guter Tipp, by the way. Ich mein Holzfäller nochmal an die Brücke und das war's, glaube ich, eigentlich schon. Ja, ich weiß nicht, irgendwie, ich weiß nicht, ob das Deck irgendwie OP ist oder kein Skill braucht oder einfach alles. GG's were played. Ja. Gefällt mir. Oh, der Frost war nicht gut. Der Frost war mir gar nicht gut. Egal, GG's. Das Deck ist komplett OP, ja. So, nächstes Spiel gegen die Sandbox. Viel Glück, Sandkiste. Ich hoffe mal, dass wir dich auf jeden Fall, dass wir eine Burg bauen und dass die nicht einstürzt. Das Einzige, was einstürzen sollte, sind deine Türme. Ja, Mann. Morten Royal von Goethe. Bring mal einen Electro-Drain rein. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Oh, Digga, kein E-Giant. Please not. Bitte kein E-Giant. Okay. Ich bin auch gespannt, by the way, auf die neue Season. Die kommt ja auch bald. Gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, wenn ihr keine Infos verpassen wollt. Ich werde euch ja versuchen, als erstes alle neuen Infos zur Saison zu geben. Wird sehr, sehr geil. Neue Season kommt bald. Ich bin gehypt. Season 26, glaube ich. Und bald, ja, auch bald, in ein paar Wochen / Monaten, kommt ja auch das neue Clash Royale Update. Wo es dann die nächsten Änderungen gibt. Letztes Update war ja sehr, sehr geil. Viele Leute haben wieder angefangen mit CR. Und jetzt ist gerade so ein bisschen wieder, gerade kommt wieder nichts. Also nicht so viel Content von Clash Royale, was ja auch normal ist. Die können nicht jeden Tag ein Update bringen. Aber nur, dass ihr wisst, wie ich es meine. Aber dann bald hoffentlich ja die neue Season, die geil wird. Und dann kommt auch wieder das neue Clash Royale, wo ich immer gehypt bin. So diese 2 Wochen vorm Update ist immer geil. So. Hier gibt es direkt wieder ein Lightning drauf. Richtig geil. Das ist gar nicht geil eigentlich, weil Electro-Giant... Ich würde eigentlich sagen, dass mein Deck relativ einfach ist zu spielen. Und dann spielen wir einfach gegen Elektro-Riese. Und dann denke ich mir halt nur so... Warum? Warum? Ich würde sagen, gibt einen Ferndrain. Es wird auf jeden Fall sehr schwierig, das zu verteidigen. Und irgendwie Damage zu bekommen. Aber wir werden unser Bestes geben. So. Bringen wir jetzt hier einen Holzfell nach hinten. Und da gibt es direkt den Elektro-Riesen rein. Der Gegner kennt kein Erbarmen. Frosten wir das? Guter Frost. Tornado rein. Guter Tornado auch. Ey, die Defense war echt stark. Klatscht für mich bitte in den Kommentaren. Okay, den Ferndrang mal rein. Okay, ich bin wirklich gespannt, was er jetzt macht. Jetzt bringen wir mal einen Electro-Dragon. Dann würde ich sagen, wir gehen mal all in auf der linken Lane. Okay, der wird zur Seite gepusht, genau. Let's go. Hier ist der Entfernung rein hier. Er muss Tornado. Er fehlt den Tornado! Nein, wir kriegen den Hit nicht. Ich hätte freezen sollen. Ich bin so ein dummer Keck. Morten Royal ist ein dummer Keck. Ich hätte freezen sollen. Wenn ich jetzt verliere, ich bin so traurig. Aber wir haben immer auch einen guten Push am Start. Das sollten wir hier nicht vergessen. Frost. Nein, jetzt froste ich, obwohl ich nicht frosten sollte. Oh nein. Oh Mann, das ist doch, das können meine Nerven noch nicht mitmachen. Das können meine Nerven noch nicht mitmachen. Wir gehen all in. Frost. Nein, ich hab so reingestrobelt. Ich bin der neue Scherstrobel. Ich bin so schlecht, nein. Das hätten wir gewinnen können und das war wirklich ein so schwieriges Matchup. Ich hätte, glaube ich, einfach freezen sollen. Oh mein Gott, das war wirklich ein geiles Game. Es hat trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Probiert dieses Deck auf jeden Fall aus. Wenn ihr euch mal denkt, okay, mein Gehirn brauche ich nicht, zur Seite damit. Und dann einfach trotzdem eine Runde clashen. Das Deck funktioniert, selbst wenn ihr fett am Scheißen seid. Gerne den Kanal abonnieren, wenn ihr keinen weiteren Clash-Record verpassen wollt. Auch sehr, sehr gerne Critical Mode im Shop eintragen. Ich würde sagen, ich bin raus. Danke für den Support. Haut rein und ciao. By the way, hier fehlen noch andere Videos. Da,
da, da und ja. Tschüss.